Am nächsten Tag geht es auf eine Comicbörse nach Köln. Zeitlich gesehen habe ich großes Glück, denn die Comichefte, die ich bei Reinhardts gefunden habe, kann ich mit auf die Comicbörse in der Köln-Mühlheimer Stadthalle nehmen. Und da finde ich die richtigen Experten, die mir was dazu sagen können. Aber hier ist die Flohmarkt-Majestät eher der Untertan, denn hier gibt es echte Comic-Könige. Da das aber jeder hat und dass die Auflage 300 oder 500.000 Exemplare war, gibt es das wie Sand am Meer. Das ist eine Serie, habe ich gesehen im Katalog, dass sie seit Jahren einfach nicht vorwärts geht. Also ja, geht auch nicht. Die entwickelt sich nicht. Ja, gut. Und hier, die Serie ist nicht komplett. Das ist, sag ich mal, hochglänzend und halt billig war. Okay. Wenn du jetzt ein Original hast und da hast du das alte Papier, das siehst du nicht. Alles 50 Cent, 1 Euro. Ja? Ja. Uninteressant, das ist hier eine reine Antiquariatsbörse, wo teures Material gehandelt wird. Danke. 100 Euro, 1000 Euro. Ja. Nein, es ist jetzt auch ganz klar, mir auch bewusst nach vielen Jahren, dass ich mal wieder auf einer Börse war. Hier hat sich das Niveau so stark gehoben, dass man wirklich sagen kann, der Ramsch läuft auf dem Trödelmarkt und die höherwertigen Sachen laufen auf einer Comicbörse. Und hier in Köln-Mühlheim, einer der größten Europas fast, kann man sagen, das ist ein Niveau, da kann ich nicht mithalten. Aber die Schutzfolien, die die Hefte hochwertiger aussehen lassen, die nimmt Roland Beuge noch mit. Denn Präsentation gehört zum Verkauf dazu. Was ich mir abgeguckt habe, sind auf jeden Fall die Tüten drumherum. Also ein Comic mit Flummi drumherum lässt sich auf jeden Fall besser verkaufen und sieht ordentlicher aus. Und das Auge kauft ja bekanntlich mit. Sag mal, weißt du, was ich für dich habe? Guck mal da hinten. Gehst du mal mit Papa da hinten hin? Ja, da sind Comics. Hör mal, für die Kinder, jedes Comic, ob die Hefte oder Bücher, 50 Cent. Das ist aber nur eine Verkaufsstrategie. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, gerade jetzt, wenn wir diese Comichefte hier haben, an das Geld anderer Leute zu kommen. Entweder spricht man die Kinder an, dann hatten die Eltern keine Wahl, mir irgendwo das Portemonnaie noch in der Tasche zu lassen. Auf der anderen Seite ist die Verkaufsstrategie natürlich die, auf die Leute zuzugehen. So, hier, Auflösung einer Mickey-Maus-Sammlung. Dagobert Duck, guck mal. Ich möchte noch was. Hier, 50 Cent. Können wir hier machen, drei Stück machen wir dann 1 Euro. Jawohl, danke schön. Da schaut der Marktleiter aber. So. Ja, super. Du bist dran. Und wieder ab ins Ohr mit dem kleinen Trödelking. Aber bei Rolf will immer noch keiner so richtig anbeißen. Lass den nicht gehen, komm, sei bissig. Nimm mal so 10 Stück raus und sagst du so, 2 Euro, fangen wir mal an. 2 Euro, hier, Mickey Visionshefte. Komplett noch mit Aufkleber, teilweise größtenteils. Die Kinder, sprech sie alle an. Jedes Heft hier, 50 Cent. Jedes Heft 50 Cent, was hier liegt. So, du hast die Traube, gib Gas, hau den Typen noch ein paar welche drauf. Aber wie gesagt, komm, die Traube, komm, so jedes Heft hier 50 Cent. Gemischte und dazwischen. 5 Stück, 2 Euro. Vicky. Hat er in die Hand machen? 50 Cent, jawohl. Dankeschön. Bitte, bitte. Ja. Tschüss, ne? Schönen Dank noch. So, jetzt haben wir Gleichstand. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wenn ich ein anderes Produkt gehabt hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen einfacher gegangen. Aber man weiß es nicht. Aber dann ist doch noch ein echter Sammler ganz angetan. Aber ihr beide kommt klar, kann wir kommen, Moment, kann ich hier zurecht hier besuchen. Ne? Genau. Und er kauft. Das war jetzt gerade richtig schön, so, dass man auch jemandem Freude machen konnte, der genau die suchte. Und ja, dafür bin ich hier.